Hallo? Nanu? Bist denn du daherkommen? Ich kann dir helfen. Sicher von der Stadt. Du darfst nicht hier sein. Hey, der kann Englisch. Wahnsinn. Ich weiß, es tut weh, aber... Wow. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Hoffentlich war das nicht dein Dad, aber ich glaube, dann wird es ein bisschen grüner ausschauen, oder? Oh! Nicht schlecht! Oh, hi! Nicht, dass wir jetzt gefangen genommen werden oder so. Wer bist du? Weswegen bist du hier? Ich bin Forscher. Lara Croft. Sie kommen wieder. Wir müssen verschwinden. Bringt sie mit. Oh, in die Stadt vielleicht? Was? Hey, komm schon, kannst mir ruhig vertrauen. Ich will doch den Weg wissen. Wetten? Wetten, die machen das eigentlich nur, weil die eigentlich moderne Technologie haben wie in Wakanda. Begib dich nicht in unnötige Gefahr. Hätte diese Frau uns gefunden, wenn du nicht dort gewesen wärst? Wie hast du uns gefunden, wenn du kein Mitglied des Kults bist? Ich bin einer Karte aus einem Tempel gefolgt. Ich habe erwartet, Ruinen zu finden, nicht euch oder etwas wie das hier. Wieso hat der Kult deinen Sohn angegriffen? Ich habe ihre Abzeichen erkannt. Ich kenne sie als Trinity. Ich versuche, sie aufzuhalten. Was? Die ist an Trinity? Wovon willst du sie abhalten? Sie suchen nach einem Artefakt. Es sieht wie eine gekleidet. Tulle aus. Sie gehört zu einer Mondgöttin. Wieso willst du das? Willst du es stehlen? Verkaufen? Nein. Aber es darf Trinity, dem Kult, nicht in die Hände fallen. Sie sind sehr gefährlich. Wieso? Was haben sie dir getan? Sie haben meinen Vater getötet. Kann ich dir was zeigen? Weißt du, was das ist? Das ist Paititi. Du bist bereits hier. Die verborgene Stadt. Aber was bedeutet dieses Auge? Das ist der Tempel des Todes und der Opferung. Denkst du, dein Artefakt ist dort? Ja. Niemand ist je von dort zurückgekehrt. Ich möchte es versuchen. Das wagst du nur, um den Kult aufzuhalten? Ja. Bringt ihn zu mir. Oh, hi! Geht's dir gut? Kennst du diesen Mann? Er ist mein bester Freund. Ist Abby... Ihr geht's gut. Wer sucht noch nach dir? Niemand sonst. Ich glaube, wir verfolgen dasselbe Ziel. Wir bringen dich zur silberäugigen Schlange. Dein Freund bleibt hier. Wenn du lügst, wirst du nicht weit kommen. Und ihm wird es nicht gefallen. Das ist doch nicht nötig. Das ist schon gut. Ich warte hier. Edsley, bring dieser Frau frische Kleidung. Uchu, du bleibst bei ihm.
Ich bin so schnell es geht wieder hier. Neue Ausrüstung, neue Kleidung. Wäre nicht schlecht, wenn die mich auch gut ausrüsten. Ein bisschen mehr als bin was ist was. Wäre nicht schlecht. Oh, no, schau dir schon mal aus, gut aus. Müssen eigentlich alle von sowas tragen? Das ist unglaublich. Wow. Damn. Und das mitten im Dschungel und im Gebirge. Damn, geil. Die verborgene Stadt. Ich kenne deinen Namen nicht. Oh, entschuldige. Als Rebellenführerin muss ich vorsichtig sein. Ich bin die rechtmäßige Königin. Unuratu. Rebellenkönigin, interessant. Du schuldest mir noch einen Bericht. Ja, Mutter. Da war etwas. Heute Morgen. Ja? Ich habe gesehen, wie Haka mit seinem Nachbar gestritten hat. Er schien wütend zu sein. Als ich näher kam, waren sie plötzlich still. Dann haben sie gelacht, als hätte einer von ihnen einen Witz gemacht. Er plant irgendetwas. Gut gemacht. Danke, Mutter. Interessant. Also was könnten die da so planen? Also vielleicht so ein Hinterhalt auf die Königin oder so? Also Rebellen. Was soll denn das jetzt wieder genau heißen? Nicht lange geheim. Solltest du von unserem Plan abweichen, erfährst du davon. Ist schon klar. Aber nettes Täffchen hier. Sie ist hier, um etwas für mich zu suchen. Aber ich bin... Wieso können die... Also in dem Fall alle Englisch. Das ist richtig der Padana oder so, aber... Es können eigentlich alle Englisch und dann halt ihre Sprache und so. Ein Speer? Er war ein Jäger. War ja grausam, wenn es sein musste. Aber er war auch sehr gütig. Ich frag mich, ob da wieder auch dann wieder sowas kommt wie bei Rise of the Tomb Raider, so ein Anschlag auf das Dorf und so alles drum und dran, wo alles so wird alles vernichtet wird und so. Ich erwarte dich auf dem Markt jenseits des Flusses, wenn du bereit bist, die Schatulle von Ixchel zu suchen. Er hat sie. Schluss, Taki. Du hast deine Waffe verloren. Dann schauen wir mal. Aber nicht lügen. Okay. Was ist denn der? Ist alles in Ordnung? Nein. Ah, sie in der Nebenmission. Der Tote hat meine Würfel. Und niemand glaubt mir. Aber er hat sie. Ein Toter hat deine Würfel? Hast du sie nicht doch verloren? Ach, du bist genau wie alle anderen. Tut mir leid. Du hast recht. Ich sag dir was. Wenn ich Pisco, den Toten, sehe, dann verlange ich deine Würfel zurück. Wirklich? Du glaubst mir? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Toten mit mir reden. Nicht schlecht. Ah, die Nebenaufgabe wahrscheinlich. Was ist dies? Turmsprung. Ah. Interessant. Da mal wieder ein Händler. Wirst du handeln? Das schauen wir mal. Bitte. Ich habe kaum genug, um den Tribut zu bezahlen. Tribut an wen? Den Kult von Kukulkan. Sie verlangen die Hälfte aller am Markttag erzielten Profite, aber wenn Sie glauben, ich wollte Sie betrügen. Ich verstehe. Danke, Ishik. Dann handeln wir? Wenn du was Gutes hast. Aber nur, wenn du was Gutes hast. Ihr Köche, mittelgroßer robuster Lederkette, ja. Ja, da wäre ich dafür. Das war eine ich bin immer bereit zum Handeln. Da bin ich definitiv dafür, wenn ich mehr krieg. Fehlende Ausrüstung. Interessant. Hakan. Versammlung. Das muss nichts Gutes heißen. Was ist das? Kultisten. Sie warten darauf, dass ihre Gottheit erscheint.
Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch der Führer des Kults will meine Position, um selbst zum Gott zu werden. Er glaubt, wir könnten aus der Welt ein von uns selbst erschaffenes Paradies machen. Die Welt neu erschaffen? Was? Ich hab das schon mal irgendwo gehört. Da ist er! Ah, das ist jetzt auch einer von den Grünen. Interessant. Ich weiß, wer das ist. Das ist Dr. Dominguez. Oh, geil. Endlich besitzen wir das Werkzeug zur Einheit und Erlösung. In Kürze werden unsere Träume von Frieden und Geborgenheit zur Realität werden. Ach du Scheiße, er hat das Teil. Sie nennen ihn schon jetzt Kukulkan. Aber sein wahrer Name ist Amaru. Er kommt eigentlich von hier. Doch wurde von Fremden aufgezogen. Die Menschen hier glauben an ihn. Aber du nicht. Mein verstorbener Mann Sahiri war sein Bruder. Sie hatten verschiedene Ansichten zur Zukunft Paititis. Nach dem Tod Sahiris ist Amaru vollkommen im Kult aufgegangen. Ihr habt bereits den Sturm gesehen. Und ihr befürchtet, dass noch mehr Katastrophen kommen. Ich versichere euch, dass Paititi für immer und ewig überleben und gedeihen wird. Ich kenne Amaru. Wenn ihm wirklich gelingt, was er will, wird niemand, der an ihm gezweifelt hat, sein Paradies sehen. Er wird die Rebellen vernichten. Nicht, wenn sie die Schatulle nicht finden. Ja. Wir müssen sie unbedingt vor ihnen finden. Vielleicht spürt Amaru noch ein wenig Vernunft und Liebe. Tod allen Verrätern! Sie werden ihre Strafe bekommen! Hakan, hör auf! Wir müssen zuschlagen, solange wir noch können. Die Gerechtigkeit wird am Ende gewinnen. Du darfst die Rebellion nicht für Gefühlsausbrüche riskieren. Oh, wirklich abgeschochen, die Drecksau. Ätzli, erkunde die Gegend. Wir treffen uns an der Bergkante. Letzte Warnung. Verschwinde. Folge Ätzli. Deine Kleidung wird dich nicht lange verstecken. Ich kümmere mich um die Schatulle. Versprochen. Du warst gewarnt, friedlich zu bleiben. Ich war lediglich mit meinem Sohn spazieren. Amaru verliert langsam die Geduld. Es kommt nicht wieder vor. Tja, und jetzt sind wir dran. Jonah, kannst du reden? Ja, ich bin mit Uchu im Lager. Alles bestens. Dominguez ist hier. Er ist der Anführer des Kultes von Kukulkan. Dagegen kämpfen Unuratus Rebellen. Was? Er ist seit Jahren hier. Trinity kontrolliert Paititi. Wow. Ich gehe zum Auge der Schlange. Wir brauchen die Schatulle vor der nächsten Katastrophe. Oh, geil. So geil, so geil, so geil. Leute, ich schaue mir das alles in Ruhe dann noch an und so. Ich will nur die Story jetzt einmal. Ich bin so gehypt alleine auf die Story und so. Und dann schaue ich mir das alles wunderschön alles in Ruhe an und genieße dann die Welt und so. Lass das ein bisschen mehr auf mich wirken und so. Jetzt ist einmal nur die Story dran. Unuratu und ihre Rebellen sind die wahren Kinder von Paititi, wenn du mich fragst. Ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Aber anscheinend der Einzige, der es offen ausspricht. Die Säuberung steht bevor und Unuratus Linie sollte Kukulkan opfern, um die Sonne wiederherzustellen. Nicht andersherum. Aber solche Gedanken bringen Leute rasch ins Grab. Kein Wunder, dass sie sie nicht äußern. Oh, mit dem falschen Credit. Wo ist meine Mutter?
Sie vermittelt zwischen den Wachen und Hakan. Wie ist es außerhalb von Paititi? Naja, da gibt es viel. Die Welt ist Technologie. Größer als Paititi? Größer als 100 Paititis. Was? Bringst du mich dahin? Da hat deine Mutter auch noch etwas mitzureden. Was du sonst siehst, kein Problem. Woran erkenne ich die richtige Kammer? Am Geruch des Todes. Falls du überlebst, wow, kannst du über das alte Bewässerungssystem zurückfinden. Wir sehen uns dort. Sei vorsichtig. Der Kult hat Patrouillen. Der kommt sogar mit. Also es heißt nicht eigentlich, man kommt nie wieder zurück. Und ja, wir sind uns so dort. Wir wären einfach so ein Reiseführer oder so. Oh mein Gott, wie geil. Aber allein der Geruch des Todes. Oh. Macht das schon mal umso interessanter und so. Und das, ja, das ist wieder ein bisschen natürlich so extrem über drüber wieder mit. Es ist noch nie jemand von da zurückgekommen. Geht gekommen. Schaffen wir ja eh. Alles klar. Zum Glück haben wir Ausrüstung mit. Zum Glück haben wir die Ausrüstung mit. Aber interessantes Örtchen. Pilz. Okay, da können wir mal nicht öffnen. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir da dann wieder rauskommen? Wow, fuck. Okay, damit habe ich... ich habe gedacht, die bleibt da so hängen. Da kann man sich halt ruhig noch weiter herumschwingen. Wieso die aufgeht? Oder vielleicht geht das nur einmal so zack und du musst gleich wieder und dann wieder und wieder. Kann auch möglich sein. Alter, ich bin noch nie bei Tomb Raider so oft gestorben. Aber geil! Ja. Ist das so scheißegal, wie oft man stirbt. Hauptsache es macht Fun. Und man hat keine beschissenen Ladezeiten, die immer so 2-3 Minuten dauert. Das und das bei jedem Tod. Das wäre richtig mies. Das wäre richtig für den Arsch. Wenn sie das mal so lang warten kannst und so nur was kurz gestorben ist. Oh, das ist mies. Wegen dem Spiel habe ich es eh gehabt. Das war ja fast der Zieler. Ja, sowas in der Richtung, sowas, aber sowas haben wir halt. Boah, weiter hingehen. Stellen Sie Lockpfeiler her. Feinde werden angelockt und müssen ein tödlicher Wolke aus. Sichtfeld wird vernebelt. So, innen, wenn das schön ist. Okay, da man anscheinend diesmal nichts besonderes. Oder irgendwie noch nicht ausgerüstet oder so. Kann möglich sein. Perfekt. Ah, wieso nicht?